Zeitpunkt abwarten, bis der sich umdreht. Echt keine Freunde, wenn du dich mit Lenny und seinen Jungs anlegst. Außerdem, hast du nicht auch so eine Absprache mit denen? Du weißt schon. Die gute Alte, ich schau gerade in die andere Richtung nochmal. Weil er mir eine Menge Kunden schickt, heißt das nicht, dass Sie Jungs sollten einen Spezialisten können, aufsuchen. Einen Psychiater vielleicht. Den stört's nicht, dass ich hier bin? Okay. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, Mann, aber so läuft das hier nicht, okay? Geh weiter. Okay. Schalt mal einen Gang zurück, Laura. Wieso schläfst du nicht mehr nach drüber? Ruf mich morgen an, wenn du immer noch Anzeige abbrochen willst. Ah, okay. Er benimmt sich wieder normal. Dreh dich jetzt um und geh weiter. Was ist ein Typ? Ah. Wo zum Teufel wollen Sie denn hin? Und dann gab er auf. Verdammt, Mann, verdammt. So, reicht mir jetzt. Einsatz eliminiert. Was wird das nächste Spiel? Ja, ich mache gerade die Projekte, die alle auf YouTube sind, fertig, ne? Außerdem, das dauert ja noch. Wir sind ja erst bei der ersten Hälfte. Ich komm gerade noch nicht voran hier. Was muss der Typ aufs Klo? Da merkt man mal, welchen Einfluss Forrest Gump hat. Die den hier im Spiel auch schon zitieren. Wisst ihr was, ich bin jetzt mal gerade risikoreich. Okay, warte. Ich müsste den eigentlich da drinnen verstecken. Ha! Ich hab's. Der Mechaniker, der mich eben erwischt hat, den packe ich da rein. Weil der hat mich vorhin auch nicht verdächtigt und der läuft hier die ganze Zeit rum. Verbrochen haben, hören Sie? Nee, noch nicht. Ich habe aber vor, was zu verbrechen. Machen wir es so. Dann wäre das Timing so geil gewesen, aber geht halt nicht. Hoffe ich nur, dass der wieder auf die andere Seite zurückkommt. Und da draußen niemand ist, der mich sieht und auch niemand mich jetzt mitbekommt. Das wäre geschafft. Ah, der verdächtigt gar nicht. Okay. Gut. Willst du das echt machen, oder? Ich meine, du machst dir ja echt keine Freunde.
Eigentlich habe ich nämlich noch gar keinen Zeitpunkt gefunden, von wo aus ich die am besten töten kann. Deswegen sollte ich jetzt erstmal schauen. Also der eine steht da unten. Und der Zapfsäule, den kann ich jetzt einfachsten ausschalten. Einer ist hier oben. Das war knapp, Alter. Wo ist der hingelaufen? Du weißt, warum ich hier bin. Komm schon. Zeig mir, was du hast. Spar dir diesen, diese Stadt gehört uns, Scheiß. Habe ich alles schon gehört. Die Werkstatt ist nur für mich und meine Jungs, okay? Entspann dich einfach. Geh ins Kino oder so. Wenn wir fertig sind, würden nicht mal die Besitzer ihre Autos wiedererkennen, okay? Oh, den kann ich vielleicht von der Brüstung schubsen. Haben wir zwar die Leiche gefunden, aber... Das hatte ich eigentlich nicht vor. Was in aller Welt? Aber so geht's auch. Hä? Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Typen, der da... Ja, ich hätte den hier verstecken können, aber bis ich den da zurückgezogen habe, sehen die den. Ich schaue jetzt erstmal, wo der andere ist. Den ich noch nicht ausgeschaltet habe. Das Mechaniker. Ist denn der letzte? Der kommt mit mich ja nicht verdächtig, ne? Sie müssen ja einsetzen. Ach, da geht's dann raus. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Der pinkelt dann gegen den Zaun. So. Wenn ich das mache, hätte ich gesehen. Hey, Sie sollten unbedingt mal im Restaurant vorbeischauen. Sie werden begeistert sein. Okay, ich schaue jetzt erstmal, ob ich hier locker wieder rauslaufen kann. Weil ich muss jetzt noch das erste Ziel ausschalten. Okay, da komme ich safe vorbei. Und dich kümmere ich als letztes, weil du bist nämlich dann eh am Ausgang. Okay, okay. Schön, dass Sie versuchen, fit zu bleiben. Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen, wie ich mich um den da kümmere. Aber der war eigentlich das kleinste Problem, ne? Wie geht's Ihnen, Sir? Schön, Sie zu sehen. Tut mir leid, Sir. Wir haben geschlossen. Vielleicht für immer. Sie müssen Ihre Einkäufe woanders erledigen. Ach, scheiße, ich hab's Radio ja hier. Das C4 können wir trotzdem mitnehmen. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Blackjack wird natürlich gespielt, aber ich mache die ganze AC-Reihe. Also erstmal ist Revelations jetzt dran dann. Ich mache auch die ganze Final Fantasy-Reihe, habe ich gesagt. Und auch das Sky. Oh Gott, da habe ich wieder was vor. Genau, Fire Emblem müsste ich auch mal angehen. Ich habe so viele JRPGs vor allem, die ich vorhabe. Deswegen nehme ich jetzt erstmal die laufenden Projekte auf, damit ich dann Platz schaffe. Hogwarts Legacy will ich auch noch nach und da hätte ich auch Bock drauf. Na, mal gucken. Baldur's Gate wäre halt auch geil, aber das ist halt volles Mammutprojekt. Und dann halt, was alles so diese ansteht und vom Software. Boah, und ich würde gerade gehen, was ist los? So, ich warte einfach, bis er anfängt zu telefonieren.
Ja, komm. Ich finde es immer noch krass, dass Santa Strain das einfach Suit Only gemacht hat, ohne Verkleidung und nicht gesehen zu werden. Ah, hat schon telefoniert, okay. Dann hat er nur nach Victoria geschaut. So, verzieh dich, Junge. Es ist halt nur blöd, dass ich den einen nicht verstecken konnte, aber whatever. Trainieren Sie für den Stadtlauf? Nein, für deine Mutter, weißt du. Gestern Abend hat sie nichts dagegen gehabt. So, Gavin. Tut noch pissen gehen, ne? Hallo, Sir. Als Kopf war das echt eine blöde Idee, hier durchzugehen. Mechaniker hört man kaum auf. Da gibt's halt nur diese zwei Typen. Und die sind ja nicht sonderlich aufmerksam. Wieso ist dein Kopf gerade in der Nähe? Das ist nicht blöd. Bist du da? Chloe? Ja, hier gab es einen Unfall. Sieht ziemlich übel aus. Okay. Ja, mach das. Der ist abgelenkt von der Leiche. Dann knack ich mal das Schlüssel. Und tschüss. Das war jetzt geil, wie ich mich um den herum geschlichen habe. Okay, jetzt haben wir noch das Problem. Mit den Klamotten geht's gar nicht. Hier. Ich weiß, dass ich mich da oben lang schleichen kann. Was passiert, wenn ich das mache? Das ging die nicht mit? Ja, liegt der so gut oder was? Okay, den kann ich nicht. Warum kann ich mich nicht als den verkleiden? Dann bleibst du erstmal da liegen. Bis ich Klamotten wechseln kann. Lass dich fallen, lass dich fallen. Als Kopf wäre ich jetzt besser dran. So gesehen. Ah, hier ist jetzt die Elektrizität wegen diesem Zaun drauf, ne? Kann ich vielleicht einen Kopf hierher locken? Warte mal. Ein Versuch ist es wert. Das Visier meines Helms ist jetzt im Weg, ey. Ihr Kids kommt jetzt sofort zurück und macht das Ding aus. Scheiß Kinder. Ja, ich nochmal. Nein, es war falscher Alarm.
Hier ist nichts, aber sicher ist sicher, oder? Genau, ja, das stimmt. Tejum. Alter, das jetzt nochmal von vorne machen, da hätte ich gar keine Lust. Wenn das jetzt gleich in die Hose geht. Da muss ich jetzt höllisch aufpassen. Also ich glaube, ich schalte den Strom mal aus. Ah, geht gar nicht. Na gut. Trotzdem gehe ich nicht einfach so rein. Sicher ist sicher. Weil der hätte mich auch schon längst erkannt wahrscheinlich. Ach ne? Okay, dann müssen wir das anders machen. Wir können Instinktmodus bei dem verbrauchen. Dann machen wir folgendes. Das hat sich nicht gut angehört. Ich gehe dir mal auf den Grund. Ach so. Nach oben geht's weiter, okay. Hey, hey, ich krieg dich, Junge. Denk nicht, ich finde dich nicht. Siehst du die Flasche? Hey, ich bin's. Genau wie ich dachte. Da war gar nichts. Ja, du weißt ja, hier in Hope passiert nie was. Okay. Der Kopf guckt zu mir. Das Problem ist halt echt hier bei dieser Mission, dass hier in den Interiors so viele sind. Unglaublich, was die Leute alles tun, um ins Fernsehen zu kommen. Ich glaube, wenn ich als Barbier hier rumlaufe, da gab es nämlich irgendwo den Barbier, dann bin ich auf Nummer sicher. Finger weg von der Pizza, die ist nur für Lenny. Mit der Marke. Alla Cigando. Okay, okay. Lass mich in Ruhe. Als Polizist darf ich zwar hier überall hinlaufen. Aber... Kommt der jetzt gleich rein? Ah, ein Staatsdiener. Wie nett. Immer... Na. Soll mir recht sein. Eine super scharfe Soße kommt sofort. Da stehen ziemlich viele Polizisten. Mit der Soße stimmt, da kann man auch was machen. Ich will mal was probieren, aber dafür muss ich dafür sorgen, dass der Kopf nicht zu mir guckt.